Oberfreunde und Eisenbahninteressierte, seid wieder begrüßt auf meinem Kanal und heute möchte ich euch doch mal zeigen, was der Tag der Schiene ist. Für alle Eisenbahninteressierten dürfte es sehr interessant sein, um mal aus allen Bereichen der Eisenbahn zu erleben, was es denn gibt und was man da auch beruflich machen kann. Ja, ihr habt gesehen, es wurde natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt und jede Menge Fahrzeuge vorgeführt. Aus verschiedensten Baureihen standen Loks zur Verfügung, die man besichtigen konnte, wo man mitfahren konnte. In Wanne-Eickel, hier im Rangierbahnhof, wo wir gerade sind, wurde auch eine Rundfahrt mit dem VT98 gemacht. Und ja, jede Menge wurde gezeigt, vorgeführt. Auch Stellwerksbesichtigungen hat es gegeben. Da konnte man sich an den Ständen für anmelden. Und es war aus jedem Bereich, egal ob es Cargo, Infrago, die Triebfahrzeugführer, die Werkstätten, es war von jedem etwas da. Wie ihr seht, auch die neueste 159 war vor Ort, so wie eben im Bild auch schon zu sehen, die neue 249, die ja das neue Steppenpferd für Cargo werden soll. Hier sehen wir jetzt gerade den Caterpillar-Motor der Baureihe 159. Ja, das ist schon ein kennender Sound, oder? Aber auch TRI war mit seiner 111 vor Ort. Die 151, die ja jetzt nicht mehr Cargo gehört und von Pico noch einmal eine Umlackierung bekommen hat. Ihr kennt sie in Rot und Blau-Beige. War vor Ort. Ein Kran von der Netzinstandhaltung war da. Es wurden jede Menge Mitfahrten organisiert. Es war die Baureihe 187 da, 189, 185, Vectron. Ach, es war eigentlich alles da. Ja, was sehe ich da? Ein Gruß von dem Lokführer meinerseits, da ich ja in Osnabrück arbeite. Ja, hier sehen wir nochmal einen kleinen Scherz. Und hier seht ihr die 151, die von Pico finanziert wurde, um sie nochmal hübsch zu machen. Dahinter der TEI Barwagen, die 249 sowie die 193 Backburn. Es waren jede Menge Waggons ausgestellt, Bauteile wie zum Beispiel so ein Stromabnehmer. Es war alles da. Aber wechseln wir doch jetzt mal nach Rheinkamp zur Rail Cargo Group. Dort war es vielleicht nicht ganz so groß, aber dafür waren die Fahrzeuge spezieller. Denn die Museumseisenbahn Hamm war mit der 194 und der 200-033 dort aufgetaucht und haben diese Fahrzeuge präsentiert. Und auch diese konnte man begutachten, begehen und sich alles erklären lassen. Als kleiner Tipp sei schon mal gesagt, auch heute, wo das Video ja schon veröffentlicht ist, 22.09. in Rheinkamp findet nochmal Tag der Schiene statt. Fahrt gerne hin, schaut euch die V200 an. Die 194, die 203, die V60, die G1206. Es ist zwar kleiner, aber dafür sehr fein.
Und ich kann jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen für Eisenbahn interessiert, besucht den Tag der Schiene, egal an welchem Standort. Und auch in Rheinkamp gab es natürlich Mitfahrten. Die waren hier wesentlich länger als zum Beispiel in Wanne-Eickel. Hier hat man nämlich den ganzen Bahnhof zur Verfügung. Und da sowieso in Moers Bauarbeiten waren, gab es auch noch auf dieser Strecke eine Streckensperrung. Und man konnte sich frei bewegen. Da hatte die RCC einen großen Vorteil. Dann will ich das Angebot natürlich direkt nutzen und auch mal mit euch durch den Bahnhof fahren. Ja, und zum Ende der Veranstaltung, beziehungsweise es war sozusagen schon das Ende, wurde es dann noch richtig interessant. Die 194 wurde ins rechte Licht gerückt für eine Fotosession und dafür kommt als erstes die 260, beziehungsweise 363, stellt sich bereit, um die Lok nachher ins rechte Licht zu ziehen. Da durch die Bauarbeiten in Moers, in Rheinkamp, nämlich leider der Strom abgeschaltet war, konnte sie sich nicht selber bewegen. Aber schaut selber.
Flügel hoch und abstoßen. Ist diese Lok nicht ein Traum im Sonnenlicht? Herrlich. Das war es dann auch schon gewesen vom Tag der Schiene. Geht einfach mal hin. Garantiert nächstes Jahr, September, zweite, dritte Wochenende, wird dieses wieder stattfinden in Deutschland an verschiedensten Orten. Einfach mal besuchen und die Eisenbahn erleben. Viel Spaß!